Laudatio für den Namen nenne ich nicht. Heute möchten wir jemanden ehren, der über viele Jahre hinweg durch sein Arrangement, seine Ideen und seine Leidenschaft einen bedeutenden Beitrag zu unserer Gemeinde geleistet hat. Seit 75 Jahren ist er in Stahnsdorf verwurzelt. Hier in seiner Heimat besuchte er die Dorfschule und schon damals wurde seine Liebe zur Geschichte entfacht. Seine akademische Laufbahn krönte er mit 2 Doktortiteln an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften. In Anerkennung herausragender Verdienste um die Gemeinde Stahnsdorf verleihen wir im Namen der Gemeindevertretung die Ehrennadel der Gemeinde Stahnsdorf an Herrn Dr. Hans-Joachim Koch. Wir verbinden damit unseren Dank für Ihre langjährige Tätigkeit im Sinne des Gemeinwohls und Ansehens der Gemeinde. Ja, ich kenne vieles und da bietet es sich natürlich an, wenn man von Beruf Historiker ist, dann ein bisschen noch was zur Heimat aufzuschreiben. Und ich freue mich sehr, dass diese Bücher zum Beispiel so angenommen werden oder auch die Vorträge. Es macht mir einfach Spaß. Der 74-jährige Doktor Hans-Joachim Koch ist der mittlerweile 22. Träger der Stahnsdorfer Ehrennadel. Die jährliche Festveranstaltung ist gleichzeitig ein Dankeschön an die vielen Ehrenamtlichen, die sich in ihrer Freizeit aktiv in unzähligen Vereinen, bei der Freiwilligen Feuerwehr und in anderen gesellschaftlichen Bereichen einbringen.